Herzlich willkommen zum tatsächlich letzten Webinar der diesjährigen Fundraising Digital. Ich bin ein bisschen traurig, muss ich sagen, dass es schon vorbei ist. Die Zeit ist wieder sehr schnell vergangen, aber ich freue mich auch sehr, weil wir jetzt noch ein spannendes Webinar vor uns haben. Mein Name ist Bea Pessler, ich bin vom Haus des Stiftens und freue mich, dass ich heute nochmal hier moderieren und Sie ein Stückchen begleiten darf. Wir schließen die diesjährige Fundraising Digital mit zwei tollen Gästen, und zwar Sabine Wagner-Schäfer und Pascal Wiese. Herzlich willkommen, schön, dass ihr beiden da seid. Ja, hallo. Hallo von Genau, unserer Seite. Die Sabine Wagner-Schäfer ist Seniorberaterin bei Fundraising, also für Fundraising bei AZ Fundraising, so rum, einem unserer Förderer. An dieser Stelle auch nochmal Leitung ganz Digital herzlichen Dank. Team. Entschuldigung. Entschuldigung, es Okay, ist Leitung Leitung Digital, Digital Gottes Team, nicht Seniorberaterin. Dank, das ist wichtig. Genau, das ist wichtig, das soll nicht untergehen. Also Leitung Digital Team. Genau, bei AZ Fundraising, einem unserer Förderer, an der Stelle auch nochmal ganz herzlichen Dank. Ohne euch wäre das alles hier nicht möglich. Und in deiner beruflichen Vergangenheit warst du unter anderem bei der AOL, Bertelsmann GmbH und der tätig und in der Geschäftsleitung von UNICEF Deutschland. Genau. Und du hast uns Pascal Wiese mitgebracht. Der arbeitet seit 2 Jahren in deinem Team, im Digitalteam, und ist dort Consultant mit dem Schwerpunkt Automation und strategische Beratung und wird dich hier unterstützen, was ich sehr schön finde. Auch schön, dass du da bist, lieber Pascal. Ja, danke, freut mich auch. So. Und worum wird es eigentlich gehen heute? Sie haben sich angemeldet, weil Sie sich fürs Thema Marketing Automation interessieren. Und ja, die beiden werden uns am Beispiel der DLRG zeigen, wie wir mit Hilfe von eben sogenannter Marketing Automation Interessenten und Spenderinnen individuell und gezielt ansprechen können. So, dann noch mal kurz organisatorisch. Sie kennen das alle, aber Sie sollen natürlich auch wissen, wir haben die Aufzeichnung bereits gestartet. Das heißt, im Nachhinein, wenn Sie früher gehen müssen oder ein bisschen was verpassen, die Aufzeichnung können Sie sich im Nachhinein ansehen und auch die Präsentation wird Ihnen zur Verfügung gestellt. Die schicken wir im Nachgang rum, beziehungsweise einen Link, wo Sie sich die herunterladen können. So, und wie immer schalte ich mich jetzt erstmal raus, übergebe die Bühne an Sabine und Pascal und freue mich nachher wieder dazuzukommen und noch ein oder zwei Fragen zu beantworten. Viel Spaß euch beiden und bis später. Dankeschön. Ja, danke, Bea, für die Einleitung. Ich übernehme an dem Punkt und wir haben uns das so aufgeteilt, dass ich mit der Präsentation beginne und Pascal dann den technischen Teil in der Marketing-Automation in dem Tool, das für die DLRG ausgewählt wurde, euch zeigen wird. Zum Nutzerverhalten vielleicht noch ein paar Zahlen. 94% der Deutschen nutzen das Internet, 80% nutzen es sogar von unterwegs. Hier ist die Tendenz steigend, vor allen Dingen in dem Bereich der Nutzung von unterwegs. Die Nutzer kaufen oder spenden zunehmend mobil. Die 87% der Deutschen nutzen das Internet auch zum Versenden und Empfangen von E-Mails. Also das ist nach wie vor ein großer Kanal, der natürlich das E-Mail-Automation-Thema nochmal interessanter macht. Daten sind natürlich generell die Zukunft und die Basis auch für Marketing Automation. Und nur dann, wenn wir auch unser Nutzerverhalten von unseren Spendern und Spenderinnen auch kennen, dann werden wir Erfolg haben. Die Herausforderung ist dabei, dass wir generell viele Maßnahmen vornehmen, die auf Nutzer abzielen, die spendenbereit sind. Und uns darauf auch fokussieren. Ich sage jetzt mal, Printmailings gehen eben raus an die Menschen, die schon bei Ihnen in der Datenbank sind. Genauso E-Mail-Marketing mit der Hausliste. Also vieles zielt darauf ab, die zu erreichen, die wir schon haben, sozusagen. Ein Großteil der potenziellen Zielgruppen wird damit natürlich nicht erreicht. Und es muss unser Ziel sein, dass wir in jeder Stufe der Spendenentscheidung, darauf werde ich später jetzt in der Präsentation nochmal stärker zu sprechen kommen, dass wir in jeder Stufe der Spendenentscheidung präsent sind und dadurch auch möglichst viele neue, interessierte, potenzielle Spender erreichen. Grundsätzlich kann man die Customer- oder Donor-Journey entlang eines Funnels erklären. Die Phase C ist erstmal die Phase, wo man potenziell in Frage kommende Spender anspricht, sie quasi für unser Thema interessiert. Sync, der Nutzer, die Nutzerin sind, haben einen Bedarf erkannt, haben vielleicht auch schon die NGO erkannt, für die sie arbeiten und denken jetzt über eine Spende nach.
Die nächste Phase wäre, dass dann die Spende ausgelöst wird, wenn der Nutzer, die Nutzerin sich gezielt für ein Thema entschieden hat. Dann kommt die wichtige Phase Care, dass wir die Menschen, die sich, die dann tatsächlich die erste Spende getätigt haben, dass wir sie weiter an unsere Organisation binden und es sogar schaffen, dass sie sie aktiv weiterempfehlen würden. Nochmal die einzelnen Phasen etwas detaillierter. In der C-Phase ist es oft so, dass der Nutzer die Organisation noch gar nicht kennt, hat aber ein grundsätzliches Interesse an Spendenthemen oder auch an dem Bereich generell etwas Gutes zu tun. In der C-Phase erreichen wir eine größtmögliche Zielgruppe. Das heißt, hier geht es auch ganz stark um Branding und Aufmerksamkeit. Die direkte Spende ist in dieser Phase eher unrealistisch. Das macht natürlich Online-Kanäle wie Banner-Marketing zum Beispiel, Display-Marketing für viele Organisationen auch unrealistisch, weil sie sich dann doch davor scheuen, da viel Geld für auszugeben, was natürlich bei gezieltem Targeting nicht unbedingt richtig ist. Ja, es geht darum, die Marke, das Thema der Organisation in den Köpfen der Nutzer zu etablieren und mit einem Thema gut zu verknüpfen. Es geht auch hier um Fokus, nicht zu breit die Themen zu streuen, sondern sich wirklich auf einzelne Themen zu fokussieren. Das Ziel ist hier Sichtbarkeit aufbauen. In der nächsten Phase des Nachdenkens, oder auch sich quasi stärker dann auch zu interessieren, sind die Nutzer dann schon gezielter nach Informationen unterwegs und befinden sich in so einer Art Auswahlprozess. Hier geht es natürlich darum, dass man eine größtmögliche Anzahl von Nutzern, die sich jetzt für das Thema grundsätzlich interessieren und über die Spende nachdenken, zu erreichen und entscheidende Kontaktpunkte auch anzubieten in der Vorbereitung der Spende. Das Ziel ist hier, Vertrauen aufzubauen und die Spende vorzubereiten. In der nächsten Phase, der Nutzer hat sich jetzt entschieden für ein Spendenthema, für eine Organisation und möchte jetzt spenden. Das heißt, er ist sehr konkret auf der Suche nach einer Organisation, die er schon im Blick hat. Also er hat die DLRG in dem Sinne schon im Blick. Er hat sich vorher vielleicht allgemein für Wasserrettung interessiert und jetzt hat er die DLRG im Blick. Hier muss man jetzt finale Impulse geben, um den Abschluss auch wirklich herbeizuführen. Man hat also einen konkreten Interessenten und hier ist das Ziel, die Spende auch wirklich auszulösen. In der Care-Phase ist das Ziel Spenderbindung und Upselling. Das heißt, ein Spender, der einmal oder zweimal gespendet hat, der ist natürlich in einer sehr aktiven Phase. Gerade die Erstspende ist eine sehr aktive Phase. Und hier gezielt Impulse zu geben, um weitere Spenden einzuholen oder vielleicht zu einer Patenschaft oder Fördermitgliedschaft anzuregen, das wäre dann das klassische Upselling. Ist also sehr wichtig, den Spender, der gerade nach der ersten oder zweiten Spende sehr, sehr aktiv, auch innerlich emotional eingestellt ist zu der Organisation hin. Und da haben wir ganz stark natürlich das Automation-Thema, diesen Spender sofort zu binden und ihn noch stärker an die Organisation zu binden und ihn zu Upselling-Produkten zu führen. Wichtig ist natürlich, über allem, dem ganzen Funnel, steht die Webanalyse. Die Messbarkeit muss sichergestellt werden. Es sind dann so Themen wie das Enhanced E-Commerce-Tracking einrichten, Google Analytics im Spendenformular, was in der Regel bei vielen Spendenformularanbietern auch möglich ist, dass man also wirklich gut messen kann, was passiert ist, wo habe ich meine C-Nutzer, wie spreche ich die weiter an, wo habe ich aber auch Spender. Care-Phase, wie spreche ich die weiterhin an? Und das alles wirklich sauber durchzuanalysieren und das auch vor allen Dingen mit dem Automation-Tool zu verbinden, sodass ich jederzeit im CRM-Tool der Automation-Software auch zusätzlich Analysen machen kann, die dann wiederum am besten mit dem Fundraising-Box-Tool als Beispiel verbunden sind und wir quasi sowohl in Google Analytics als auch im CRM eines Spendenformularanbieters als auch natürlich verbunden mit dem Automation-Tool wir saubere Analysen machen können und aufgrund der Basis der Auswertung weitere Entscheidungen treffen können. Das ist nochmal im Überblick, dass wir berühren wollen in der C-Phase, informieren in der Sync-Phase, in der Do-Phase geht es natürlich um die Konvertierung und in der Care-Phase ums Kümmern.
Die Maßnahmen, die man in den einzelnen Phasen machen kann, die habe ich hier auch nochmal für euch. In der C-Phase, wo es ums Berühren geht, sind Google Ads zum Beispiel sehr wichtig, Social Media, Werbe-Ad-Ausspielungen, aber auch durchaus Display-Marketing. Also gerade im Retargeting-Bereich, also Nutzer, die schon auf eurer Seite waren, die da nochmal mit Retargeting, Display-Ads anzusprechen, ist auch wirklich sehr erfolgreich. Über allen vier Phasen steht natürlich das Thema Content-Marketing. Das ist in allen Phasen wichtig, gute Inhalte zu haben, die fokussiert, aber auch sehr attraktiv auf die Projektthemen der Organisation abzielen und sie darstellen. In der Sync-Phase geht es weiterhin um Google Ads, aber auch dann schon ganz verstärkt um SEO. Die Webseite rückt in den Fokus. In Bezug auf Marketing Automation kann man hier natürlich auch schon die ersten Elemente platzieren, wenn jemand in der Sync-Phase ist und zum Beispiel die Newsletter-Adresse abgibt. Um ein Beispiel zu machen, das ist ja dann direkt in der Marketing Automation möglich, dass man diesen Newsletter-Abonnenten dann mit einer guten Welcome Journey auch zum Spenden, also in die Du-Phase überträgt, als Beispiel. Social Media ist weiterhin hier wichtig und Display Marketing auch im Sinne von Retargeting. Jemand ist in der Informationsphase, geht kurz auf die Seite, geht aber auch wieder weg. Da ist Retargeting natürlich auch sehr interessant. In der Du-Phase, Konvertierungsphase, bleibt es dabei, dass Google Ads und SEO sehr wichtig sind, die Webseite weiterhin. Hier rückt Marketing Automation natürlich nochmal stärker in den Fokus. Wir haben, wie gesagt, vielleicht schon erste Elemente von dem Nutzer, wie die Newsletter-Adresse oder er hat Cookies hinterlassen. Das heißt, wir können dann sehr gezielt mit Social Media und Retargeting ihn nochmal ansprechen. In der Care-Phase ist Marketing Automation absolut im Fokus. Das heißt, dass wir über die Software hinaus gezielte Journeys an die Nutzer und Nutzerinnen, in dem Fall auch dann schon Spender, ausspielen und dabei sowohl Newsletter-Marketing als auch Social Media verknüpfen und auch hier wieder das Retargeting einsetzen. Hier sieht man nochmal im Überblick, welchen Content man hier auch einsetzen könnte und nochmal die Ziele. In der Berührungsphase sind sehr wichtig, viele Videos auch einzusetzen, die eben die Nutzer auch berühren, die auf die Themen der Organisation stark aufmerksam machen, crossmediale Kampagnen einzusetzen, also Kampagnen, die über alle Kanäle hinweg die gleichen Inhalte, die gleichen Geschichten erzählen und auch von der Darstellungsweise her sehr einheitlich sind und die auch berühren und sehr stark auffallen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Emotionaler Content ist hier wichtig, damit es auch direkt in die Sync-Phase übergehen kann, es in den Köpfen der Nutzerin etabliert wird, was die Organisation macht und was Inhalt der Kampagne ist. In der Informieren-Phase und Konvertieren und auch Care-Phase sind wir wieder in der Marketing-Automation. Hier geht es darum, dass man nochmal in der Informieren-Phase stark auch Kompetenz zeigt. Also man hat vorne berührt und die Menschen gehen zum Beispiel auf die Webseite oder gehen auf die Social-Media-Seite, liken die Seite. Dann ist es natürlich wichtig, nochmal Inhalte zu zeigen, die zwar auch mit der Kampagne zu tun haben, aber etwas breiter gefächert sind und nochmal stärker die Themen der Organisation aufgreifen. Ist auch wichtig, in der Konvertierphase den Nutzen herauszustellen und den Abschluss nochmal insofern vorzubereiten, dass man den Nutzerinnen auch sagt, was mit der Spende getan werden kann, dass man sehr konkrete Beispiele zeigt und sich da auch nicht scheut, wirklich nach der Spende zu fragen. Ich habe das immer noch, dass viele Organisationen sich scheuen, tatsächlich das Wort Spende in der Kampagne dann auch zu benutzen. In der Care-Phase ist es dann wichtig, die Bindung herzustellen. Wir wissen alle, dass auch eine Einmalspende nicht unbedingt bedeutet, dass ich eine Bindung habe. Das kann ich natürlich sehr, sehr gut durch Marketing-Automation, indem ich erstmal in dieser Welcome-Phase sehr viel Geschichten auch erzähle. Das machen wir bei der DLRG sehr intensiv, dass ein Erstspender nochmal im Sinne von gutem Storytelling sehr gut abgeholt wird, dass ihm sehr deutlich nochmal gezeigt wird, wie breit die DLRG aufgestellt ist und wie wichtig eben die Arbeit der Ehrenamtlichen an der Stelle auch ist. Mit dem Ziel, die Bindung zum Beispiel über die DLRG-Patenschaft dann herzustellen. Also ein Einzelspender wird in dieser ersten Kette der Informationen, die aus der Marketing-Automation an ihn geht, dann auch Stück für Stück zur DLRG-Patenschaft hingeleitet, was dann natürlich, wenn der Abschluss gelingt, eine wunderbare Bindung ist.
Was ganz wichtig ist, dass man die Interessentin, die Spenderin im richtigen Zeitpunkt erwischt, mit der richtigen Botschaft und dem richtigen Kanal. Hierzu erforderlich ist natürlich auch viel Testing. Wir haben nie nur eine Journey, sondern wir haben oft einzelne Journeys in A, B, C, D-Testing-Varianten, um auch wirklich die richtige Botschaft und den richtigen Kanal herauszufinden, sowie auch den richtigen Zeitpunkt. Es werden ja auch Versandzeitpunkte getestet in der Automation. Wichtig ist generell auf dem ganzen Spendermarkt, dass die Relevanz und die Reichweite zu kombinieren sind. Also einerseits Reichweite, damit man möglichst viele erreicht, das ist klar. Aber dann muss es auch ganz schnell in die Richtung Relevanz gehen, weil wir sind alle mit vielen Werbebotschaften konfrontiert und müssen definitiv, wählen definitiv da auch stark aus, wo wir tiefer reingehen, wo wir uns stärker informieren oder eben auch nicht. Deswegen ist Relevanz ein ganz großes Thema. Die Definition von Marketing Automation ist nicht einfach, weil sie viele Aspekte betrifft. Deswegen habe ich mich hier für ein Schaubild eher entschlossen. Also zum einen haben wir den Punkt Data Driven, Datenanalysen. Wir haben Realtime und User Triggered. Also wichtig ist, was hat derjenige auch gemacht? Auf welcher Seite der Webseite hat er zum Beispiel reagiert und den Newsletter-Abschluss vorgenommen, was ja auch ein gewisses Interesse implementiert, wo war er vorher? Dann natürlich die Automation-Software mit ihren ganzen Funktionalitäten selbst und die Ausspielung über mehrere Kanäle. Und wie ich vorhin sagte, dann auch die richtigen Kanäle, die wieder zu dem Nutzerverhalten auch passen. Die Zielsetzungen von Automation sind sehr umfassend. Es geht zum einen, qualifizierte Interessenten und Leads zu bekommen, möglichst natürlich mit Double Opt-in, den Neuspenderumsatz zu steigern, aber auch Dauerspender. Ich habe das jetzt mal zusammengefasst. Dauerspender als regelmäßige monatliche Spender können auch Paten sein, zu gewinnen und den Umsatz hier auch zu steigern durch Cross- und Upselling-Maßnahmen. Viel Testing, um herauszufinden, was die optimale Ansprache und das optimale Kanalsetting für die einzelnen Nutzergruppen eben auch sind. Spenderbindung herzustellen, ganz großes Thema und die Spender auch immer wieder durch neue Informationen, durch neue Kampagnen, die Organisation hat auch immer wieder weiter an die Organisation zu binden und natürlich einen effizienten und durchgängig messbaren Prozess zu erzielen. Hier ist Sabine, ein darf ich dich ganz kurz Datenbild, das unterbrechen? nochmal die. Ich bin die Stimme aus dem Off, vielen Dank. Wir haben hier ein paar Fragen zu bestimmten Begriffen, die, glaube ich, einigen nicht ganz klar sind. Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz reingehen. Und könntest du uns vielleicht erklären, was mit Upselling, Retargeting und Funnel genau gemeint So, ist? okay. Dankeschön. Ja, okay. Also auf Funnel wäre ich noch später gekommen. Also Funnel bedeutet, dass ich eine Mög also ich mache auch mal so eine Bewegung, dass ich immer schmaler werde. Oben im Funnel spreche ich eine relativ große Zielgruppe an, die ich zum Beispiel auf Social Media mit einem tollen Video ansprechen kann, und erreiche möglichst breit eine Masse sozusagen. Über das Interesse an dem Video, wer sich für diesen Video interessiert hat, wird der Funnel schon schmaler. Also die Menschen, die dann tatsächlich den Video angeschaut haben, die sprechen wir als Beispiel im Funnel und da sind wir schon schmaler, sprechen wir dann mit gezielten Informationen zu der Kampagne, die in dem Video vorgestellt worden ist, sprechen wir diese Menschen dann weiterhin an. Die, die da wieder reagieren, in dieser nächsten Werbe-Ad sozusagen, da wird der Funnel wieder schmaler, die darauf reagiert haben, die sprechen wir in einem nächsten Schritt dann mit einer Spenden-Ad an. Also was ich damit sagen will, der Funnel ist oben breit. Wir versuchen nicht zu eng zu targeten, was schon wieder ein Marketingbegriff ist. Also wir würden in der ersten Phase zum Beispiel sagen, Frauen zwischen 40 und 50 in ganz Deutschland. So, das ist eine sehr breite Zielgruppe. Die Organisation weiß, dass Frauen besonders häufig spenden. Man hat natürlich eine Zielgruppenanalyse vorher gemacht und dann würden wir erstmal ziemlich breit auf diese Zielgruppe abzielen.
die, die dann reagieren, da sehen wir dann schon im Facebook Business Manager, dass die noch andere, feinere Kriterien haben, dass es vielleicht aus bestimmten Regionen nur Frauen waren, die reagiert haben. Ja, also bestimmte Kriterien schauen wir uns dann an, dann werden wir schon feiner im Targeten. Das ist der Funnel, dass man immer spitzer quasi wird und die Reichweite, die man am Anfang erzielt hat, wird quasi nur genutzt, um immer spitzer auf die eigentliche Zielgruppe zuzugehen. Das ist der Funnel. Retargeting bedeutet, jemand hat die Webseite besucht als Beispiel oder hat auf eine Werbe-Ad in Social Media reagiert und diese Person sprechen wir nochmals an. Also die lassen wir dann nicht ziehen. Der Besucherin verlässt die Webseite und wir sagen, ist uns egal. So machen wir das nicht, sondern wenn den Cookies zugestimmt wurde, dann wurde auch den Cookies zugestimmt, um hinterher Display-Ads ausspielen zu können. Und dann würden wir diese Besucherinnen später mit Display-Ads im Internet unter Ausschluss von unseriösen Seiten, würden wir ihnen Display-Ads passend zu der Organisation und zu der Kampagne nochmal anzeigen, in der Hoffnung, dieser Nutzer, diese Nutzerin kommt wieder zurück. Das ist Retargeting. Was war der dritte Begriff nochmal? Bea, ich weiß gerade den dritten Begriff nicht mehr. Sorry, der dritte Begriff war Upselling. Ach so, Cross- und Upselling. Bedeutet, Cross-Selling würde bedeuten, dass man ein anderes Thema, Spendenthema dem Nutzer zeigt. Also er hat eine Einzelspende getätigt und bekommt im Rahmen der Automation die Patenschaft oder die Fördermitgliedschaft, je nachdem, was eine Organisation hat, oder ein Spendenshop. Also er bekommt andere Spendenthemen gezeigt. Das wäre Cross-Selling. Oder wenn Grußkartenverkauf vorhanden ist, kann man natürlich auch die Grußkarte dann in den Vordergrund stellen. Also man zeigt dem Einzelspender, der über die Einzelspende reingekommen ist, andere Themen, für die er sich noch engagieren kann und versucht natürlich, je nach gewählter Ansprache, den Nutzer, die Nutzerin auch dahin zu bewegen, dass er sich noch für andere Spendenprodukte interessiert und auch spendet. Also zum Beispiel eine Patenschaft abschließt. Upselling wäre, dass ich einen Einzelspender dazu bringe, dass er höhere Spenden tätigt. Sich also in Form von, also er hat 50 € gespendet, ich entwickle ihn sukzessive zu einem Spender, der in Richtung 500 € geht, also höhere Spenden erzielen möchte und dass ich also Upselling nach oben sozusagen und Cross-Selling in die Breite hinein, andere Spendenprodukte. Bea, bist du der Meinung, dass das erklärt genug ist? Also hast du es so verstanden? Ich Das wäre mir denke ja, wichtig, und es bevor sind ich weitermache. genau, ja, vielen Dank. Es sind auch keine weiteren Nachfragen, sondern eher Kommentare hier im Chat, dass es gut erklärt wurde. Danke dir. Okay, dann bin ich froh, auf jeden Fall. Ja, wir haben eine neue Datenwelt mit ganz vielen Daten, die wir aus unterschiedlichen Kanälen bekommen können. Wir bekommen Daten aus dem Facebook Business Manager, wir bekommen auch Daten, falls wir auf Amazon Display-Ads ausspielen, wir bekommen von LinkedIn Daten. Also je nachdem, wo die Organisation vertreten ist, bekommt man unglaublich viele Daten. Umgekehrt, wenn man noch nicht über LinkedIn als Beispiel Werbe-Ads ausspielt, bietet einem LinkedIn natürlich auch wieder viele Daten. Anhand dieser Daten könnte man als Organisation ja auch hingehen, sich die Datenwelt anschauen, targeten und Werbe-Ads ausspielen. Also wir sind eine volle Datenwelt. Wir haben die eigenen Daten wie E-Mail-Adressen, postalische Adressen und da auch wieder viele Spendereinzelheiten an den Daten in den ja, in den eigenen Datenbanken. Wir haben dann natürlich noch die ganzen Online-Merkmale über Google Analytics und Social Media. Und diese ganze Datenwelt zu verknüpfen, das ist der Versuch in der Automation, dass diese Daten analysiert werden und dann gezielt über die Automation-Software auch an die einzelnen Zielgruppen, über die Datenanalyse hinaus auch dann Werbemaßnahmen ausgespielt werden. Das heißt, die Voraussetzungen für den Erfolg von Automation sind zum einen die Multi-Channel-Ansätze, also dass man über viele Kanäle nachdenkt und nicht mehr isoliert sagt, hier habe ich das Printmailing und da habe ich das E-Mailing, sondern dass ich das kombiniere. Das macht die DLRG jetzt seit 4 Jahren. Da werden also reine Multi-Channel-Ansätze
zu den vier Kampagnen, die im Jahr definiert werden, werden gefahren. Man setzt sich mit dem Printbereich zusammen, man macht die Planung zusammen, auch mit der Agentur im Printbereich, was gut läuft. Und dann werden die Kampagnen, für die man sich gemeinsam entschieden hat, über alle Kanäle dann auch quasi umgesetzt, kreativ umgesetzt und dann auch ausgespielt. Es werden also auch Silos aufgebrochen durch diese Zusammenarbeit. Das heißt, das Marketing funktioniert in einem Guss und es werden eben dabei auch alle Daten, die vorhanden sind, genutzt. Dennoch, Mensch und Maschine, bei der Digitalisierung geht es nicht nur um die Daten, sondern es geht natürlich in erster Linie um die Menschen, dass wir die Menschen verstehen, dass wir sie dann erfolgreich mit Themen und den Anliegen der Organisation dann auch ansprechen und das Ganze zwar digitalisiert und automatisiert erfolgt, aber die Empathie im Vordergrund stehen muss. Und deswegen ist auch wieder der Content das Allerwichtigste neben dem Thema Maschine. Hier ist jetzt nochmal so ein Automation Funnel zu sehen. Ich baue den mal. Entschuldigung, ich habe zu viel geklickt. Wichtig ist, dass man am Anfang, ich habe das mal in Form von Bananen gezeigt, wir haben am Anfang viele Menschen, die sich noch im Bereich der grünen Banane befinden, also noch unreif sind für die Organisation, sich noch nicht so sehr dafür interessiert haben oder wenig über die Organisation wissen und sind dann in einer Nurturing-Phase in der Mitte. Das bedeutet, Nurturing bedeutet, dass ich eine Spendenreife bei den Nutzern und Nutzerinnen entwickle. Also durch die Kommunikation, die ich dann zum richtigen Zeitpunkt über die richtigen Kanäle anbiete, entwickle ich einen Spender, der noch, also einen potenziellen Spender, der noch nicht spendenbereit ist, entwickle ich zu einer Spendenreife. Mir gefiel das mit den Bananen einfach ganz gut. Erst grüne Banane und hinterher eine reife gelbe Banane, die dann auch spenden möchte. Das ist der Prozess der Automation. Wir haben links am Bildschirm die ganzen Möglichkeiten, viel User als anonyme Kontakte auf unsere Seite zu holen, für uns zu interessieren. Aber auch Bestandsadressen können natürlich auch nochmal, also Bestandsadressen offline können natürlich auch über bestimmte Marketingmaßnahmen, die ich gleich auch noch schildern will, können die auch interessiert werden, auf die Webseite zu gehen und dann vielleicht Newsletter-Adressen abzugeben, die sie vorher nicht abgegeben haben. Über AdWords, über Social Media, über Display-Marketing führe ich möglichst viele Menschen auf die Webseite oder in den Social-Media-Kanal hinein. Mein Ziel ist natürlich an dem Punkt auch erstmal einen wirklich interessierten Menschen zu bekommen, der auch bereit ist, zum Beispiel das Newsletter-Opt-in abzugeben, damit ich etwas habe als Organisation, womit ich ihn dann ansprechen kann. Wenn das geschehen ist, und da muss dann natürlich, ich bleibe jetzt mal einfach bei dem Thema Website, weil ich bei vielen Organisationen sehe, dass sie noch zu 95% der Spenden relevanteste Kanal ist, ist es so, dass auf der Website sehr viel passieren muss, damit dann auch die Menschen, die ich auf die Webseite bringe, tatsächlich ihr Opt-in abgeben. Dabei kann man zum Beispiel sogenannte Exit-Windows auch benutzen, bedeutet, wenn jemand auf der Seite war, würde wieder weggehen, geht ein Fenster auf. Wenn es dir hier gefallen hat und du weiter mit uns im Kontakt bleiben willst, gib uns doch die Newsletter-Adresse. Also, dass man das auch auf der Seite aktiv nochmal pusht, dass die Menschen auch wirklich ihre Newsletter-Adresse plus Opt-in auch abgeben. In der Folge sind sie dann schon in der Marketing Automation und bekommen verschiedene Welcome-Briefe, Welcome-Letters. Verknüpft auch gerne mit Social Media Ads, bekommen sie ausgespielt mit dem ersten Ziel, dass sie am Ende tatsächlich spenden. Merkt man am Ende der Journey, dass einzelne Interessenten, Newsletter-Interessenten nicht gespendet haben, andere haben vielleicht gespendet, viele haben nicht gespendet, dann besteht natürlich die Möglichkeit, sie nochmal in dieselbe Journey mit reinzunehmen, mit anderem Content, aber also eine ähnliche Journey, die natürlich andere Content-Elemente enthält. Oder man kann natürlich an dem Punkt auch sagen, keine Spende. Die Menschen, die jetzt nicht gespendet haben, gehen nach der ersten Welcome-Journey einfach in die Hausliste, in die ganz normalen Hauslisten-E-Mail-Links, die regelmäßig versendet werden. Das wäre natürlich auch möglich.
Das entscheidet die Organisation in dem Moment. Wir machen da immer Workshops auch, sehr intensive, wo wir genau besprechen, welche Journeys, welche Inhalte bekommen die einzelnen Interessenten ausgespielt. Ab wann ist es auch genug? Macht man zwei Journeys zum Beispiel bei jemandem, der nicht gespendet hat, oder macht man es nicht? Das könnte man schon wieder testen, könnte sagen, die Hälfte der nicht gespendeten geht einfach in die Hausliste, die andere Hälfte bekommt eine zweite Journey und wir schauen dann, was erfolgreicher war. Ich bin sowieso ein Fan, ganz, ganz viel, gerade zu Anfang von Automation, ist das Testen absolut wichtig. Ja, was noch zusätzlich möglich ist, ist das sogenannte Onboarding, also Customer Relationship Management Onboarding, CRM Onboarding bedeutet, dass Organisationen, zum Beispiel hat das Missio mit uns gemacht oder auch Samaritan's Purse, geben uns die Spenderadressen und die Spenderadressen werden datenschutzsicher. Das werde ich jetzt nicht näher erläutern, wie das geht, aber es geht tatsächlich. Haben auch ein riesen Datenschutzgutachten dazu vorliegen. Also wir bekommen die Offline-Spenderadressen, die werden dann gegen den E-Pool, wo die E-Mail-Adressen sind, gematcht. Die gefundenen E-Mail-Adressen werden wiederum dann in einem Onboarding-Prozess gegen Facebook, gegen Amazon, gegen ganz viele Kanäle abgeglichen, weil die Menschen sich ja auch auf Amazon, Facebook etc. melden, die sich ja mit ihrer E-Mail-Adresse an. Und die, die wir dann dort finden, die bekommen parallel zum Print-Mailing, bekommen sie digital eine Ansprache, die wirklich genau auch mit der Kampagne zu tun hat. Also mit Missio hatten wir die Kampagne Hexenkinder als Beispiel und hatten das Printmailing und auch die digitalen Werbemaßnahmen aufeinander abgestimmt, auch zeitlich alles aufeinander abgestimmt. Und es gab auf jeden Fall deutliche positive Effekte durch diese zusätzliche digitale Ansprache. Was dann wichtig ist, diese Bestandsspender kennen ja die Organisation schon. Die kommen dann auf die Webseite über diese zusätzlichen digitalen Möglichkeiten. Und hier kann dann eben auch wieder die Marketing Automation wunderbar greifen. Und diese Menschen, die Sie schon kennen, die auch schon Spender in der Datenbank sind, die muss man natürlich anders ansprechen, aber die kann man dann natürlich nochmal zu einer ganz starken Online-Bindung auch aktivieren und kann also in dem Sinne auch etwas jüngere Bestandsspender sehr, sehr gut auch auf den digitalen Weg führen. Das ist also sehr erfolgreich. Der Prozess ist dann hier auf jeden Fall, dass man auch testet. Jemand hat das Printmailing bekommen und noch E-Mailings bekommen und parallel eben auf Facebook angesprochen worden. Und wir messen dann in jedem einzelnen Schritt auch die Reaktionen. Und von den Reaktionen ist dann auch wieder in der Folge abhängig, was weiter mit den Bestandsspendern in dem Fall passiert. Die Willkommensstrecke, Entschuldigung, das wiederholt sich hier gerade nochmal, das wollte ich nicht. Was wichtig ist in dieser Phase, wo wir die grüne Banane zu einer reifen Banane entwickeln und zur Spende bringen wollen, sind verschiedene Nurture-Stufen. Also die Willkommensstrecke ist sehr, sehr wichtig, dass ich neue Kontakte mit einer Journey an Inhalten begrüße, aufeinander aufbauende Informationen anbiete und auch viele Links und Call to Actions anbiete. So dass der Mensch, der, ich muss hier gerade mal was postphonen, ich werde gerade aufgefordert, eine Software zu installieren, es tut mir leid. Bertelsmann pusht das immer auf meinen Bildschirm, ist aber weg jetzt. Ja, dass ich dem Nutzer viele Themen anbiete, die auch nochmal die Vielfalt der Organisation zeigen, Videos und Spendenthemen auch anbiete und das auch wieder sauber teste. Also wir haben in den Welcome Journeys dann sehr viel auch ABC-Testings, habe ich vorhin schon gesagt, dass wir eine Grundjourney haben und die zweite und dritte und vierte Journey in einem Element abweicht von der Ursprungsjourney. Das kann ein zusätzliches Social Ad sein, das kann ein ausgetauschter Newsletter sein, also dass wir sehr, sehr stark hier auch testen und dadurch auch wieder verfeinern können, für was sich die Menschen, die sich angemeldet haben, auch wirklich interessieren. Gut ist auch, dass man zusätzliche Spendenthemen anspricht und sehr authentische Stories hat. Bei der DLRG ist es zum Beispiel wichtig, egal ob es die erste Spende ist oder die Newsletter-Anmeldung, die Menschen sind an den Geschichten der DLRG interessiert. Und wir erzählen in Form von mindestens 2 bis 3 Storytelling-E-Mailings am Anfang von der DLRG, also von den tollen Menschen, die die Lebensrettung am Strand und auch an den Flüssen und Seen vornehmen. Ich muss kurz trinken.
Themen Nurtures bedeutet, dass man über die Welcome Journey hinaus noch interessante andere Themen versendet. Bei der DLRG ist es zum Beispiel ein Thema Vandalismus als Beispiel. Also die Ortsgruppen werden oft auch geschädigt durch Einbrüche. Und wenn wir so ein Thema gerade haben, dann spielen wir das auch in die Journey nochmal zusätzlich mit ein, weil es eben auch nochmal zeigt, neben dem Thema Wasserrettung, was jedem klar ist, womit die Ortsgruppen eben tatsächlich gar nicht mal so wenig zu tun haben, weil Vandalismus relativ häufig vorkommt und die Ortsgruppen dann keine PCs mehr haben oder andere Dinge, was man gar nicht glauben will, dass das so ist. Und das sind eben nochmal wichtige Themen, die man auch dann nochmal in die Welcome Journey, wenn es gerade was Aktuelles gibt, noch mit einspielen kann. Wake-up-Nurture wäre jetzt für Interessenten, die noch nicht reagiert haben. Hier kann man sich ja noch mal besondere Themen ausdenken, zum Beispiel eine Spendenaktion, eine Challenge, also besondere Themen, weil man sieht, bis jetzt haben sie auf die Dinge, die wir angeboten haben, nicht reagiert, weder auf die Patenschaft noch auf den Spendenshop. Da könnte auch das Thema Vandalismus natürlich wichtig sein, also Themen, die nochmal einen etwas ja, dramatischeren Aspekt vielleicht haben und zum Aufwecken geeignet sind. Event Nurture sind auch ganz interessante Dinge, wenn man jährliche Events hat, die stattfinden bei der DLRG. Ist das zum Beispiel ein großes Strandfest, das alljährlich an der Ostsee stattfindet und zu dem auch Spender und Spenderinnen eingeladen werden. Bei der Kinderkrebsstiftung ist ein Beispiel die jährliche Radtour, wo ehemalige Krebskranke und jetzt gesunde Personen eine Radtour zugunsten der Kinderkrebsstiftung vornehmen. Das sind so Beispiele, die man auch in die Journeys einbauen kann. Das kann auch ein Wake-up-Nurture werden, dass ich über diese jährliche Event-Geschichte versuche, die bislang nicht reagierenden User auch nochmal zu einer Reaktion zu bewegen. After Donation Nurture, das ist dann klar, jemand hat gespendet und bekommt dann in der Journey, die dann folgt, auch Dankes-E-Mails, aber auch Videos mit dem Dank, die auf Social Media geteilt werden können oder auch wieder neue Themen, die dann angesprochen werden, die zu Up- oder Cross-Selling führen sollen und Projektberichte mit erzielten Erfolgen. Also gerade nach der Spende habe ich die größte Chance, will man vielleicht nicht glauben, aber es ist tatsächlich so, dass nach der Spende die größte Chance ist, den Spender zu einer weiteren Spende oder eben zu einem neuen Spendenthema zu bewegen. Und natürlich auch hier wieder ganz wichtig, dass ich über Projektberichte zeige, wie erfolgreich das war. Ja, sonstige Themen, die ich auch anbieten kann, sind bei Spendenformularabbrechern. Und ich habe die E-Mail-Adresse, kann ich natürlich auch nochmal eine Journey anbieten zum Thema Spenden ganz gezielt. Oder ich habe eine Befragung, die auch nochmal fragen würde, warum brecht ihr hier ab? Was stört? Also, dass ich eine Befragung vorbereite für Spendenformularabbrecher. Oder wenn jemand eine Fördermitgliedschaft, Patenschaft beendet, dass ich auch da gezielt eine Ansprache entwickle. Ein schönes Bild mit Elefanten. Es bedeutet die Wasserlochstrategie. Die ist für mich ganz relevant für das Thema Automation. Stellen Sie sich einen Fotografen vor, der möchte Elefanten fotografieren. Würde er durch den Dschungel rennen und Elefanten suchen, wäre das ein enormer zeitlicher Aufwand und er würde wahrscheinlich irgendwann zwar einen Elefanten finden, aber auch nicht viele. Und er würde mehrere Tage damit benötigen, die Elefanten zu finden und zu fotografieren. Baut er ein Wasserloch, sieht das anders aus. Deswegen Wasserlochstrategie. Baut er ein attraktives Wasserloch, dann wird es so sein, dass die Elefanten zu ihm kommen, also zu dem Wasserloch kommen und täglich auch wiederkehren. Und es wird eine große Anzahl von Elefanten sein, mit kleinen Elefanten und so weiter, die sich an dem Wasser dann laben und vielleicht auch im Wasser baden. Das heißt, er kann sich dann auf die Lauer legen in aller Ruhe, kann warten, bis die Elefanten kommen und kann dann an einem Tag alle seine Fotos geschossen haben, die er benötigt. Das heißt, wir müssen in dem Sinne die richtigen Inhalte anbieten. Das ist das Wasserloch, also das ist Content in eurem Sinne. Ihr braucht den richtigen Content, attraktiven Content, der die Spender und Spenderinnen zu euch führt und nicht umgekehrt, dass man hofft, dass sie vorbeikommen, dass man hofft, dass sie sich für die Organisation interessieren.
Dabei sind Personas besonders wichtig. Ich nehme an, dass das jeder von euch auch schon mal gehört hat. Wer ist Susanne Muster? Also auch da sind wieder Daten wichtig, die dazu führen, dass man eine Persona, die entweder schon bei Ihnen spendet oder es können auch mal Wunschpersonas sein. Gerade im Online-Thema ist es so, dass man noch nicht die jüngere Zielgruppe so gut angesprochen hat. Das heißt, über Datenanalysen der eigenen Daten, aber auch über Studien, die vorhanden sind oder Befragungen, die vorgenommen werden, kann man die Personas, die man hat, oder auch die, die man ansprechen möchte, immer mehr verfeinern und die Persona nicht nur aus dem Bauch heraus entwickeln, wie ich es auch öfter erlebe, sondern tatsächlich validierte Personas plus Bauchgefühl, das ist ja nicht das Allerschlechteste, dann eine Persona entwickeln, die wir ansprechen wollen. Dabei spielen, wie gesagt, Daten eine große Rolle. Wo leben diese Menschen? Ich installiere das jetzt. Wo leben diese Menschen? Was sind sie verheiratet? Haben sie Kinder? Sind sie spendenaffin? Und so weiter. Also hier kann man, wie gesagt, über die Datenwelt sehr viel Input auch schon in Form von Spenderstrukturanalysen, die man mit Daten machen kann, schon sehr viel Informationen erhalten. Personas sind wichtig in der Automation, weil sie uns helfen in Form von fiktiven Personen, die entweder, wie ich schon sagte, die Spender und Spenderinnen abbilden oder auch andere interessierte Zielgruppen, wie bei der DLRG natürlich. Die Ehrenamtlichen sind da sehr wichtig. Da haben wir auch Personas für gebildet. Also Personas helfen uns, die Bedürfnisse der Interessenten und Spenderinnen besser zu erfassen und sie dann auch gezielter anzusprechen. Deswegen ist das so ein erster Schritt in die Automation. Das kann nach dem Canvas-Modell sein. Nachdem haben wir zum Beispiel unser Persona-Chart aufgebaut. Das heißt, wir definieren ein Foto zusammen, das eine Persona abbildet. Na, wir geben ihr einen Namen, wir geben ihr ein Alter, was die Persona arbeitet, wie viel netto verfügbares Einkommen vorhanden ist, Familie, verheiratet, Kinder oder allein lebend mit Kind. Also das wird alles definiert. Werte und Lebensweise, welche Werte verfolgt diese Persona? Was ist ihr an dem Punkt auch wichtig? Welche Interessen und Hobbys sind vorhanden? Welche Bedürfnisse hat die Persona? Was sind Frustrationspunkte, wo die Persona sagt, das ärgert mich richtig, da komme ich so an meine Grenze? Social Media, wie ist die Persona auf Social Media unterwegs? Webseite, welche Webseiten sind für die Persona wichtig? Besucht sie häufiger? Spendenpotenzial, was ist da vorhanden, wie schätzt man das an dem Punkt ein, aber auch sonstiges Unterstützungspotenzial. Ist das eine Persona, die auf Facebook zum Beispiel gewisse Beiträge von der Organisation auch teilen würde und damit ja auch für Aufmerksamkeit sorgt? Oder ist es sogar eine Persona, die ehrenamtlich auch vorstellbar wäre, die Organisation zu unterstützen? Also es geht nicht nur um das Spendenpotenzial, sondern auch die sonstige Unterstützung. Die Persona wird auch nochmal eingeschätzt anhand verschiedener Kriterien, wie ist sie sehr emotional oder ist sie eher rational? Dann wird hier das Kreuzchen auf der Linie gesetzt. Es kann natürlich auch in der Mitte sein. Ist sie eher eine naive Person, die auch leichtgläubig ist eher, oder ist sie eine sehr bewusste, gut informierte Person? Es gibt noch mehr solcher Leisten, die dann bewertet werden. Es gibt noch den Punkt Kanäle, auf welchen Kanälen kann ich diese Persona antreffen und in welchem Lifecycle Stage, also wo befindet sie sich? Ist es ein Interessent, dann ist sie ganz vorne im Prozess. Ist es eine Spenderin, Spender, dann sind wir schon in einem anderen Lifecycle Stage. Ist es vielleicht eine Person, die eine Fördermitgliedschaft hatte und gekündigt hat? Also hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Personas dann auch einzukategorisieren, weil wir ja passend auf die Personas auch Journeys entwickeln, die wir dann in der Automation ausspielen. Hier ist mal ein Beispiel für eine Persona. Das ist eine sehr selbstbewusste junge Frau, Diplom-Sozialpädagogin. Sie hat keine Kinder, sie ist weltoffen, sie ist dynamisch, sie ist sehr empathisch. Was sie frustriert, sind lange Formulare. Sehr online-affin, neueste Apple-Geräte, ja, zwischen 25 und 40 Jahre, höhere Bildung, reiselustig, mittleres Einkommen, Musikliebhaberin. Sie werden jetzt vielleicht sagen, Mann, 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 da steht ja viel drauf auf diesen Personen.
Persona-Chart, das stimmt auch, weil es fiktive Personen sind. Sie bilden eine Gruppe ab, eine Zielgruppe ab und sind also stehen exemplarisch für eine Zielgruppe. Und deswegen sind da auch ein paar mehr Kriterien. Das hilft uns aber dennoch im Einrichten von gewissen Zielen, Zielgruppen, wenn wir dann Werbemittel ausspielen, hilft uns das enorm. Das wäre jetzt mal eine andere Persona. Ich gehe mal aus zeitlichen Gründen drüber hinweg. Wie es dann in der Automation funktioniert, zum Beispiel in dem Tool HubSpot, kann man im Campaign Manager die Persona anlegen. Zum Beispiel würde man Julia, eine Aktivistin, anlegen und kann dann ganz gezielt auf eine Kampagne ausgelegt. Sie soll zum Beispiel an einer Petition teilnehmen, könnte man dann die Kriterien von ihr quasi festlegen. Und wenn Menschen, Personen auf die Webseite kommen, erkennt die Automation Software im Abgleich, also matcht es gegen die Julia, gegen die Kriterien und würde dann entsprechend Inhalte ausspielen. Das hat so einen doppelten Effekt. Auf der einen Seite erkennt die Automation Software, ob wirklich diese Julias kommen oder ob wir die Persona validieren müssen, dass also doch in gewissen Kriterien abgewichen wird und die Persona eben doch andere Kriterien hat und wir aber sehen, dass die Reaktion auf die Inhalte, die ist gut. Wir müssen also unsere Persona anpassen oder wir stellen eben fest mit vielen Zwischenstufen, dass es genau passend ist. Die Inhalte werden gut aufgenommen, die Kampagne funktioniert und wir haben einen hohen Matching-Wert an der Stelle und es ist also quasi richtig eingerichtet worden. Wir lernen also wahnsinnig viel darüber. Über das Persona-Modell, Einrichten der Persona, Ausspielen von Inhalten, die genau auf diese Persona ausgerichtet sind, lernen wir sehr viel über die wirklichen Zielgruppen in der Validierung, wie ich es gerade geschildert habe. Es ist selten genau 100% passend. Dennoch ist es wichtig, mit so einem Persona-Modell mal anzufangen und wie gesagt, dann auch nochmal in so einen Validierungsprozess zu gehen. In Bezug auf die DLRG haben wir es so gemacht, dass wir die Personas entwickelt haben und dass wir diese Personas dann als Basis für ein Konzept auch genommen haben. Wir haben das dann mal Bindungskonzept genannt, und haben uns auch erstmal nicht auf alle Personas konzentriert in der Automation, weil das zu viel wäre. Da ist auch mein Rat, lieber mit einer oder zwei Personas gerade am Anfang von Automation anzufangen und nicht, wenn die Organisation 13 Personas hat, gleich alle 13 richtig ansprechen zu wollen, die ganzen Journeys entwickeln, die ganzen Inhalte entwickeln. Das würde die meisten Organisationen ja an den Rande ihrer Kapazität bringen, vielleicht sogar in den Wahnsinn treiben, weil das ist wirklich sehr, sehr viel, was da auf sie alle zukommt, wenn man mit diesem Thema startet. Ja, wir haben also erst ein Bindungskonzept entwickelt für vier Personas, und haben uns sehr genau überlegt, wie wir diese Personas ansprechen wollen, welche Ziele wir dann auch mit den einzelnen Journeys verfolgen, wohin wir sie entwickeln wollen und haben dazu dann auch Testing-Journeys entwickelt. Ich habe ja schon vorhin gesagt, es ist gerade am Anfang wichtig zu testen, und haben dieses ganze Konzept erstmal ausgearbeitet mit dem Kunden zusammen und daraus dann auch Reihenfolgen gebildet, was wird zuerst getestet, welche Persona wollen wir zuerst einrichten und das Ganze dann mit der Automation-Software angefangen umzusetzen. Die Persona-Auswahl, das waren zum Beispiel diese drei. Andreas Auermann ist ein Spender im mittleren Alter, der eher konservative Werte hat, sehr viel Interessensgebiet hat, Familie sehr wichtig findet. Heidrun Wiesner ist eine Unternehmerin, und Hans-Otto Lehmann ist zwar sehr digital affin, aber schon ein wenig älter, eher in den 60ern und hat aber auch ganz gute technische Voraussetzungen, weil wie gesagt, die sogenannte ältere Zielgruppe ist ja heute durchaus sehr digital auch affin. Die haben wir also ausgewählt und für sie dann Journeys entwickelt mit einer Reihe von Aktionen, Versand von Nachrichten, Events, und haben eine Donut-Journey, eine Journeys festgelegt, die wir ausgespielt haben und die, wie gesagt, auf ein festgelegtes Ziel auch abgestimmt waren. Also für jede Persona stand ein anderes Ziel oder steht ein anderes Ziel im Vordergrund. Und durch Tests finden wir dann heraus, ob es auch so passend ist. Vielleicht mal Beispiele für Journeys. So sieht das aus. Hier hätten wir eine ganz einfache Newsletter Welcome Journey. Also jemand hat den Newsletter abonniert und bekommt nach der Newsletter-Anmeldung sofort
einen kleinen Willkommensbrief, wo wir aber sehr stark auf das Double Opt-in natürlich abzielen, weil das wollen wir erstmal haben. Wird dort das Double Opt-in abgeschlossen, bekommt er 8 Stunden nach diesem Step eine Willkommens-E-Mail, die ihn nochmal gut begrüßt, abholt, sich bedankt für die Abgabe der Newsletter-Adresse, aber auch schon im Sinne von Storytelling ihn in der DLRG Gemeinschaft begrüßt. Also es ist ein sehr herzliches Begrüßen. Die DLRG ist da auch ein bisschen locker in dem Sinne. Das sind ja junge Menschen, die am Strand stehen und die Lebensrettung, also die DLRG rettet ja sehr viele Menschen im Jahr vor dem Ertrinkungstod und das sind eben doch vornehmlich junge Lebensretter und deswegen haben wir da auch eine etwas lockerere Sprache gewählt und nach diesem Schritt bekommt er nach einer gewissen Zeit eine weitere E-Mail. Und das sind am Anfang erstmal wirklich Storytelling-E-Mails mit dem Call to Action, erfahre mehr. Und im dritten, vierten Step gehen wir dann schon mal auf das Thema Spende, dass wir sagen, die Ehrenamtlichen brauchen ja auch deine Unterstützung, denn sie müssen sich viele Materialien selbst kaufen, die auch teuer sind. Und dann gehen wir also so Stück für Stück auf das Thema Spende. Wir haben hier immer die Zeitpunkte definiert, also wie viele Tage nach dem Step 3 zum Beispiel wird dann eben Step 4 eingeleitet. Das haben wir also sehr genau festgelegt. Auch das testen wir, ob die Abstände zwischen den einzelnen Automation Steps auch wirklich funktionsfähig sind. Ja, am Ende der Journey hoffen wir, dass dann der Nutzer gespendet hat. Dann bekommt er ein Zielgruppenattribut gesetzt. Das heißt dann bei den einzelnen Organisationen meistens Einzelspender oder Erstspender. Wenn er nicht spendet, dann bekommt er ein anderes Attribut und geht dann entweder in die Hausliste hinein oder er bekommt eine andere Journey. Ein weiteres Beispiel wäre neuer Spender. Also jemand hat die Spende getätigt, bekommt sofort nach der Spende eine emotionale Dankesmail. In der Mail können natürlich auch so Dinge drin sein wie Social-Media-Effekte, teile das doch in Facebook, dass du gespendet hast, ein Dankesvideo. Also hier wäre es natürlich schön, wenn man dann auch besondere Inhalte noch hat und vielleicht nicht nur die Dankesmail versendet. 24 Stunden nach diesem Step kommt nochmal eine Storytelling- und Willkommensmail. Also das ist jemand, der wirklich Erstspender war, nicht erst die Newsletter-Adresse abgegeben hat, sondern sofort gespendet hat auf der Seite. Der wird natürlich nochmal begrüßt bei der DLRG. Und dann gibt es auch verschiedene Storytelling-Steps, wo er die Vielfalt der DLRG kennenlernt. Und so ab Mitte der Journey sprechen wir ihn dann auch darauf an, dass wir auch die DLRG-Patenschaft haben, wo er ganz gezielt mit seinem Geld helfen kann und dauerhaft helfen kann. Und es ist einfach schön wäre, wenn er noch stärker in die Gemeinschaft eintaucht. Und genau, wir versuchen ihn also zum DLRG-Paten umzuwandeln. Und tut er das, kommt er auch in die Hausliste im Anschluss, bekommt dort aber nochmal andere Mails auch hauslistenmäßig gesehen als die Einzelspender, weil wir natürlich einen Paten anders ansprechen. Und wenn er nicht Pate wird, dann geht er eben in die andere Hausliste rein. Genau. Und immer wichtig ist, wir setzen Zielgruppenattribute, wenn jemand wechselt. Also jemand hat die Einzelspende getätigt, dann ist er ja erstmal Erstspender und wenn er dann die Patenschaft abschließt, geht er in das Zielgruppenattribut Pate. Ja, das Tool an sich. Wir haben hier ein Tool gewählt mit der DLG zusammen. Man hat sich für Sendinblue entschieden. Das Tool würde Pascal jetzt nochmal am Beispiel der DLG besser vorstellen, tiefer vorstellen, damit man mal einen Einblick in so ein Tool bekommt. Und wir haben aber auch noch einen Vergleich zu einem anderen Tool mit inklusive. Das ist HubSpot, ein amerikanisches Tool. Das würde Pascal auch ganz kurz vorstellen. Dann übergebe ich mal an dich. Ich klicke für Ja, dich, weil ich ja, genau. genau, du musst dann immer kurz sagen, weiter. Genau. Sehr gut, genau. Ja, dann haben wir uns nämlich überlegt, dass wir auch noch einen kleinen technischen Part mit in die Präsentation einnehmen wollen. Der ist natürlich nur ein Abriss von dem Ganzen, weil man sich damit natürlich sehr genau auseinandersetzen muss und sich vor allen Dingen auch Zeit nehmen muss. Alleine das, was Sabine gerade angesprochen hatte in Bezug auf die Zielgruppenattribute, das ist natürlich, da bedarf es einer. Ja, einer klaren Konzeption, einer klaren Strategie, wann, wie, welche Attribute sich zum Beispiel verändern.
Und das ist natürlich auch im Endeffekt dann ein Umkehrschluss, dass man das operativ in das Tool einarbeiten muss. Und damit muss man sich dann letzten Endes befassen, auskennen und damit da nichts schief läuft. Und genau, zu diesem technischen Part wollten wir euch einmal ganz kurz das Tool an sich vorstellen, also Sendinblue. Wir hatten bei der DLRG auch andere Tools vorgeschlagen. Und letzten Endes wurde sich, das seht ihr hier unten rechts, sag ich mal, das umkringelte oder umstrichene Argument, sag ich mal, dass es DSGVO-konform ist. Sendinblue sitzt nämlich in Europa und dementsprechend werden da die, ja, die Standards für den, ja, für den Datenschutz eingehalten und haben da sehr hohe Priorität. Und das war auch eines mit der ausschlaggebenden Argumente letzten Endes. Zumal, das werden wir dann auch gleich nochmal sehen, ist es so, dass wir nicht so viele Unterschiede haben zwischen den Tools. Nur, sag ich mal, Kosten und ja, im Endeffekt ein paar Informationen oder ja, Funktionen, die man dann mehr haben würde. Kannst du noch einmal ganz kurz zurückgehen, bitte? Genau. Also was wir natürlich haben, ist die Automation, die Automatisierung von verschiedenen Prozessen. Das, was man sich natürlich unter einer Marketing-Automation-Software auch vorstellt, sprich, dass man, wie wir das ja eben schon gesehen haben, die Journeys, wir gucken uns das gleich auch nochmal an, wie das im Tool dann letzten Endes aussieht, aber in dem linken Bild sieht man es schon ganz gut. Also sprich, man kann so Einstiegspunkte festlegen und dann eine Journey wirklich als Pfad auch in dem Tool selbst aufbauen und man kann das relativ gut überblicken. Das andere ist natürlich, dass wir hier den Vorteil haben, man kennt es auch aus verschiedenen anderen E-Mail-Tools, Cleverreach, Mailchimp, dass man hier mit einem sehr einfachen Bilder, E-Mail-Bilder arbeiten kann, sprich auch Laien können hier einfach ihre E-Mail-Links aufbauen. Und zusätzlich haben wir hier auch noch ganz interessant, was auch immer ein Trend wird, und zwar nämlich das SMS-Marketing. Und die könnten wir hier auch relativ gut mit dem CRM-System verknüpfen, sprich, dass man in der Automation auch zwischendurch sagen kann, dass man in einzelne Journeys auch die SMS-Kommunikation mit reinnimmt, sprich, zu einem entsprechenden Event, Geburtstag zum Beispiel, eine SMS versendet an einen Kontakt. Genau. Dann haben wir zusätzlich auch noch die Chat-Funktion. Also es ist möglich, dass wir einen Chat implementieren auf der Webseite in Sendinblue. Da muss man ein paar Abstriche ja, aufnehmen. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Aber es ist halt möglich, dass man auch so einen aktiven Chat einbaut. Und zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit, dass wir die Social Ads irgendwie, das ist eine Präsentation, die geht immer zurück. Tut mir leid, das ist, ich mache nichts, es springt immer wieder raus und dann mache ich wieder Vollbild, dann ist es wieder da. Es passiert einfach, genau. Okay. Tut mir leid, dieses Nee, Wackelige. alles gut, okay. Genau, und da haben wir noch die Facebook Ads, die wir mit in die Journeys einbauen können. Sprich, wir können fest definieren, dass Nutzer nach einem Ereignis oder auch direkt in eine Liste reinkommen sollen und diese Liste soll mit Facebook Ads, sag ich mal, als Remarketing auch noch bekräftigt werden und dementsprechend könnte man da so crossmediale Kampagnen aufbauen, E-Mail-Links raussenden, SMS raussenden und gleichzeitig auch noch mit Facebook Ads rausgehen. Also ein sehr umfangreiches, interessantes Tool. Genau. Dann können wir einmal zu der Übersicht gehen. Wir haben nämlich auch noch also meinen Vergleich gemacht, Sendinblue versus HubSpot. Und HubSpot ist auch ein sehr, sehr großer Anbieter für Marketing Automation. Die bieten auch noch verschiedene andere Dinge in ihrer Welt an, sage ich mal. Und wenn wir uns hier aber mal schauen, da gibt es einige Unterschiede. Also HubSpot ist da DSGVO-konform noch nicht so. Da ist es ein bisschen schwieriger, wenn man ja in die Datenschutz reingeht. Da müsste man dann mit entsprechenden AV-Verträgen zwischen HubSpot arbeiten und man müsste natürlich immer daran oder bedenken, dass die Daten halt auch ja in den USA mit ja, verwertet werden, ausgewertet werden etc. mitgelesen werden können. Aber nichtsdestotrotz, wenn der Nutzer, sage ich mal, durch den Cookie-Consent das akzeptieren würde, dann wäre man da ja auch auf der richtigen Seite oder auf der sicheren Seite, besser gesagt. Genau, ansonsten sind die Systeme sehr ähnlich. Hier unten Chat-Funktionen haben sie beide zum Beispiel. Ich habe da auch nochmal separat den Chatbot mit reingenommen, weil bei Sendinblue ist es zum Beispiel leider nicht möglich, dass man einen Chatbot installiert, sprich,
dass dieser Chat eigenständig auf entsprechende Fragen von Nutzern antworten würde. Das geht hier leider nicht. Das ist auf der einen Seite schade, weil man natürlich dann immer auch wirklich aktiv in dem Chat sein muss, um die entsprechenden Fragen entgegenzunehmen und darauf zu antworten. Man kann aber auch, sage ich mal, automatisierte Weiterleitungen der Anfragen an entsprechende E-Mail-Adressen ja, einbauen. Also dann könnte man das auch, sage ich mal, umgehen. Zusätzlich haben wir hier bei HubSpot noch die Möglichkeit, sage ich mal, solche Blog- und Content-Tools mit einzubauen, sprich, dass man relativ einfach als Unternehmen, als Organisation einen Blog aufbauen könnte und da auch das Content-Management relativ einfach mit einbinden könnte. Und zusätzlich, was noch sehr interessant ist, dass bei HubSpot gibt es noch die SEO-Tools. Sprich, es gibt da auch so kleine ja, Features, dass man die SEO-Relevanz schon checken kann und im Endeffekt natürlich auf einer entsprechenden mittleren Basis schon Anpassungen vornehmen kann. Aber an sich, wenn man jetzt nur auf Marketing Automation schaut, nehmen die beiden Systeme sich grundsätzlich nicht sehr viel. Man bekommt natürlich bei HubSpot noch ein paar Features mehr. Ist allerdings auch teurer und das schon etwas sehr viel teurer. Man müsste da am besten einmal, wir haben jetzt keine Preise mitgebracht, weil es auch immer abhängig ist von den Kontakten und den E-Mails, die man versenden möchte. Und dementsprechend kann man da vielleicht nochmal separat reingehen. Genau, dann kannst du einmal weitergehen. Genau, wir haben nämlich auch, wir haben es jetzt so ein bisschen operativ mit reingenommen, weil man wirklich jetzt sehen kann, okay, wie kann man überhaupt Kontakte da importieren? Das ist zum Beispiel in verschiedenen Steps möglich, also entweder in dem Bereich Kontakte, wo dann das CRM-System hinterliegt, wo man auch die einzelnen Kontakte bearbeiten kann, anpassen kann. Und hier haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, über ganze Listen zu importieren oder einfach, wie man es auch kennt, auf der rechten Seite zum Beispiel, dass man in Step 3 mit Formularen arbeitet, wenn zum Beispiel jemand ein White Paper runtergeladen hat oder jemand gibt seine E-Mail-Adresse an, dass er entsprechende Listen kommt und automatisch in das CRM-System implementiert wird. Genau. Ich muss einmal leider unterbrechen, Pascal. Wir sind Ja. nämlich schon ein bisschen drüber und ich habe gesehen, es sind ja noch ein paar Slides da. Mein Vorschlag wäre, dass wir einmal auf das Fazit jetzt springen, wenn das möglich ist. Die Teilnehmenden bekommen ja die Folien. Ich würde auch gerne noch eine Frage stellen. Es sind viele Fragen reingekommen, aber dass wir das an der Stelle ein bisschen abkürzen und nicht mehr so ins Detail reingehen, aber gerne noch mal eine Zusammenfassung dann für die Teilnehmenden machen, wenn das für euch in Ordnung ist. Ja, klar. Ich würde aber trotzdem gerne noch mal zeigen wollen, wie es dann am Ende aussieht hier am Beispiel der DLRG. Ne? So aus den Vorlagen heraus würde dann zum Beispiel ein Newsletter, ein Step-Element aussehen können. Das wollte ich noch mal ganz kurz zeigen. Dann kann man über die Einrichtung auch hinweggehen. Das stimmt schon. Die Journeys der DLRG. Also das Fazit ist ja kurz und knackig, dass man durch gezielte Journeys auf Basis der Lifecycle Stages der einzelnen Personas und Kontakte sowie der definierten Touchpoints in den Journeys, dass wir dadurch schneller und effizienter unsere Fundraising-Ziele hinsichtlich, da kommt nochmal das Wort Upselling und Cross-Selling, sowie generellem Wachstum natürlich erreichen können. Also mehr Bindung, mehr Neuspendenumsatz. Und natürlich auch höher entwickelte Spender, also dass sie auf andere Spendenthemen gehoben werden. Das ist an sich das Fazit, das wir auch durch die Zusammenarbeit mit unseren Kunden erleben. Vielen, vielen Dank. Ich schließe hier gleich mal ein Feedback an. Wow, wahnsinnig viel Input, super kompakt und spannend. Hätte man aber auch als Tagesseminar anbieten können. Also, ihr habt ihr Ja, ich wirklich weiß. Oh Gott, richtig, richtig viel Input reingebracht. Pascal, entschuldige, dass ich dir jetzt so die Sprache ein bisschen abgekürzt habe, sozusagen. Du hattest noch viel zu sagen, sicherlich. Vielleicht können wir da ja nochmal drauf aufsetzen im Rahmen der Webinare, die wir vom Haus des Stiftens auch außerhalb der Fundraising digital einsetzen oder anbieten. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank an euch beide. Eine Frage würde ich euch gerne noch stellen. Und zwar ist die DLRG jetzt eine recht große Organisation. Wir haben auch viele kleinere NPOs unter den Zuschauenden. Was wäre eine Empfehlung für euch für erste Schritte in Richtung Marketing, Automation, die auch kleinere NPOs mit ein bisschen weniger Ressourcen vielleicht machen könnten?
Würde ich jetzt Pascal mal bitten zu sprechen, weil er jetzt nicht so viel sagen durfte. Genau. Also, das ist natürlich, wenn man jetzt, wir hatten eben über Kosten gesprochen, das ist bei kleinen Organisationen natürlich auch mal ein Faktor, sag ich mal, die Kosten im Rahmen zu halten. Und da bietet sich natürlich dann auch an, zum Beispiel, was jetzt nicht von der Wertigkeit her runterzustufen ist, dass man zum Beispiel bei Sendinblue aufspringt. Und letzten Endes ist es ja dann eine große konzeptionelle Arbeit, die auch kleine Organisationen in entsprechenden Teams erarbeiten können und Bindungskonzepte aufbereiten können, sich überlegen können, okay, wie wollen wir überhaupt entsprechende Journeys, die wir ja in dem Vortrag eben auch gesehen haben, aufbereiten. Und da ist es unabhängig davon, ob das eine große Organisation ist oder eine kleine. Ich glaube, kleine haben sogar auch noch den Vorteil, dass es noch nicht so extrem groß ist, sondern sie noch Möglichkeit haben, da kompakt ranzugehen und das entsprechend aufzubauen für die Zukunft und auch noch einen größeren Vorteil haben, es in die Unternehmensstruktur oder beziehungsweise Organisationsstruktur einzubauen und ja, das für die Zukunft aufzubauen letzten Endes. Und von daher, als erstes ist, glaube ich, wir hatten es da auch in der Präsentation, Konzept ist die Basis, sprich Bindungskonzept überlegen, wie wollen wir da rangehen mit Marketing Automation und danach kann man dann auch möglicherweise über nochmal verschiedene Tools vergleichen und sagen, okay, vielleicht leisten wir uns trotzdem, dass wir ein teureres Tool nehmen, weil wir da noch entsprechende Funktionen haben, die wir noch benötigen zum Beispiel. Und das ist, glaube ich, so die Herangehensweise, sprich Konzept, Recherche auf dem Markt, welche Tool gibt es und dann geht es in die operative Umsetzung. Und da bedarf es dann natürlich, glaube ich, auch schon entsprechende Schulungen vom Personal oder man gibt es halt extern weiter. Aber bei kleinen Organisationen muss man wahrscheinlich eher versuchen, dass man das in-house führt. Genau, das sehe ich auch so. Und bei kleineren Organisationen ist noch wichtig zu wissen, viele Tools bieten ja auch kostenlose Basisversionen an. HubSpot zum Beispiel hat eine kostenlose Basisversion und die kann schon relativ viel. Also man kann auch mit einer kostenlosen Version starten. Und was ratsam wäre, dass man dann mit nicht so vielen Journeys startet, sondern dass man sich eben auf die wichtigsten erstmal beschränkt, damit das für die kleine Organisation auch leistbar ist, von der Kapazität her. Und wie Pascal schon sagte, die Schulung, wir haben kein Interesse dran, und das sollten hoffentlich alle Dienstleister so sehen, die Kunden jetzt abhängig zu machen, sondern eine Schulung in HubSpot oder auch in Sendinblue ist kein Hexenwerk. Und dann, wenn die Organisation jetzt nicht zu viele Journeys hat, dann kann sie das auch selbst bedienen. Also insofern wäre dann so eine Lösung zu finden. Eine große Organisation mit zig Personas, zig Zielgruppen, vielen Testings und Journeys kann das vielleicht nicht alleine schaffen. Genau. Vielen Dank. Ich glaube, das hat einigen kleineren NPOs jetzt richtig Mut gemacht, dass man sogar Chancen und Vorteile hat, wenn man noch gar nicht ganz so groß ist und da vielleicht die Entscheidungswege kürzer sind oder die anderen Vorteile, die ihr gerade genannt habt. Vielen Dank dafür. Ja, mit Dank mache ich direkt weiter. Also vor allen Dingen jetzt erstmal an euch beide für euren Input, für diese viele Informationen, für das Wissen, das ihr mit uns geteilt habt. Danke, dass ihr hier wart. Und ja, ein Riesendankeschön natürlich auch an Sie alle, die hier vor den Bildschirmen immer noch sitzen und viele Fragen gestellt haben und ja, uns zugehört haben, uns ihre Zeit geschenkt haben. Und da es leider das letzte Webinar der diesjährigen Reihe zumindest ist, möchte ich mich auch ganz herzlich bei Matthias Dabaschil und dem Fundraiser-Magazin für die Kooperation bedanken. Das hat wie immer sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und natürlich auch unseren Förderern, das ist wichtig an der Stelle, die Fundraising Box, GOB Software und Systeme und AZ Fundraising, wo ja unsere beiden Experten von heute auch herkommen. Danke für eure Unterstützung. Und ein Dankeschön noch an meine Kollegin Sabine Glas-Peters, die das Ganze hier federführend organisiert hat und wie immer großartig, wie ich finde, eine ganz tolle Leistung. Tausend Dank an dich. Und jetzt wünsche ich uns allen ein schönen Nachmittag, oder das ist ja noch früh, es ist ja noch nicht mal 13 Uhr, also erstmal eine schöne Mittagspause. Alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Machen Sie es gut, macht's gut, ihr zwei. Tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss.